Das hier ist das HTC Magic und wie es sich für ein Multimedia-Handy gehört, hat dieses Handy natürlich auch einen Musikplayer. Genau den wollen wir jetzt mal testen. Der findet sich hier im Menü unter Musik. Ja, und ich bekomme hier eben aufgelistet Interpreten, Alben, Titel und Playlists. Kann die Ansicht genauso gut übrigens im Querformat haben. Das zuletzt Gehörte kann ich hier einfach anmachen, dann lande ich direkt bei der Musik. Wir hören, dass der Sound eigentlich auch soweit ganz gut ist. Die mitgelieferten Kopfhörer liefern leider nicht so guten Sound. Man kann eigene Kopfhörer anschließen, allerdings muss man dazu extra einen Adapter kaufen. So, hier kann man zum Beispiel einstellen, dass alle Titel wiederholt werden, dass der aktuelle Titel wiederholt wird oder man kann die Wiederholung wieder deaktivieren. Hier kann man Zufallswiedergabe ein- und ausschalten. Und hier kommt man eben zurück. Jetzt bin ich hier gerade bei der Titelübersicht. Generell kann man das eben aufschlüsseln nach Interpreten, Alben, Titel und man kann eigene Playlists anlegen. Ja, wenn ich jetzt hier eben über Titel gehe, dann lande ich so in meinem Player, kann hier zum nächsten Titel springen und kann hier, indem ich zum Beispiel hier auch einfach klicke, jederzeit innerhalb der Songs springen und vorspulen. Dazu wird eben auch immer das Cover angezeigt. Und über Menü habe ich hier dann eben noch ja, weitere Einstellungen wie Bibliothek, Party Shuffle zur Playlist hinzufügen, als Klingelton verwenden und löschen. Also insgesamt ist der Player einfach und übersichtlich, also von der Bedienung her. Der Sound ist in Ordnung. Wie gesagt, es lohnt sich eventuell in so einen Adapter zu investieren, um eigene Kopfhörer noch zu kaufen. Und ansonsten, ja, einfach zu bedienender Player.